Herzlich willkommen zu einem neuen Webinar aus der Reihe Portfolio und Technik. Mein Name ist Rudolf Scheld und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Das heutige Thema geht nicht um das Thema Hardware, sondern heute beschäftigen wir uns ausführlich einmal mit dem Thema Software. Genau genommen schauen wir uns die neue Solax Cloud App an. Die Solax Cloud App hat ja in den letzten Wochen schon ein Update bekommen, insbesondere für den Bereich Endkunden und nun gibt es auch einen neuen Bereich für Händler und Installateure. Und genau diesen Bereich und was daran jetzt neu ist und welche Funktionen und Features wir mit dabei haben, das schauen wir uns jetzt an. Los geht's. Das heutige Webinar gliedert sich im Wesentlichen in diese drei verschiedenen Themenbereiche. Also einmal natürlich die Vorstellung der neuen App. Was kann sie? Wofür ist sie gedacht? Insbesondere richtet sich diese neue App eben. Halt hauptsächlich an Händler und Installateure. Diese kann man dann eben mit dem Händler- oder Installateurs-Account nutzen. Nun gibt es dafür einen ganz eigenen Bereich dafür. Ja, und welche Funktionen und Features äh, das Ganze mit sich bringt, da schauen wir uns dann natürlich im zweiten Teil an und genauso beschäftigen wir uns dann auch einmal mit der Konfiguration, der Einstellung, der Inbetriebnahme. Das heißt, welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt in dieser App und wie werden diese umgesetzt? Zu guter Letzt gibt es dann noch den letzten Bereich App, den Bereich Service und Support. Hier in diesen Bereichen haben wir verschiedene Infos zusammengefasst, nützliche Informationen, weitere Erklärvideos, sodass Sie dann auch hier ähm, für, den, ja, für den Fall, dass Sie Hilfe brauchen, natürlich dann eben auch schnell Hilfe bekommen. Ja, schauen wir uns das Ganze einmal an. Zunächst einmal möchte ich gerne die neue App vorstellen. Das heißt... Bisher gab es diese App ja hauptsächlich gerichtet an ja, normale Endverbraucher für die Endkundenansicht. Viele Installateure haben sie natürlich trotzdem genutzt, gerade für ja, Konfiguration im Betriebnahme. Zugegebenermaßen war das aber, ja, ich sage mal, recht unpraktisch, weil die App im Wesentlichen ja eigentlich für ja, die Nutzung mit Endkundenaccounts optimiert war. Man konnte sie zwar auch mit einem Installateurs-Account nutzen, aber sie war eben daraufhin nicht wirklich optimiert. Das Ganze ist nun anders. Was es natürlich auch weiterhin gibt, ist der Bereich ja, Local Mode oder Lokale Ansicht. Das heißt, ich kann mich natürlich auch weiterhin äh, lokal mit dem Dongle ver verbinden und darüber dann die App nutzen, um halt entsprechende Statusinformationen abzurufen, die Konfiguration vorzunehmen. Das geht natürlich weiterhin. Das heißt, hier im Bild sehen wir jetzt gerade noch einmal die bisherige Ansicht, den bisherigen Anmeldebildschirm. Sobald Sie aber die App einmal über den App Store aktualisieren, das heißt entweder über den Android App Store oder eben den App Store auf Apple Geräten, bekommen Sie dann eben auch die neueste Solax Cloud-Version. Es ist keine neue App, es ist einfach nur ein App-Update, die dann eben auch eine geänderte Nutzerführung mit sich bringt. Ja, nachdem Sie dann einmal auf die neueste App-Version aktualisiert haben, sieht dieser Startbildschirm folgendermaßen aus. Und man sieht hier direkt auf einen Blick, wo auch die Reise hingeht. Es gibt getrennte Bereiche für Endnutzer und getrennte Bereiche für Installateurs-Accounts oder eben für Agent, also Händler-Accounts. Das heißt, mit einem bereits existierenden Händler- oder Installateurs-Account können Sie sich eben nun in einen ganz eigenen Bereich einloggen, ähnlich dem Bereich, den Sie schon von der Browser-Version kennen wenn sie sich auf solaxcloud.com mit ihren zugangsdaten einloggen, ihre bestehenden zugangsdaten sind natürlich auch hier weiterhin gültig. das heißt, benutzername passwort einfach eingeben und dann auf login klicken und schon sind sie im entsprechenden bereich für händler installateure. der local mode also für die lokale nutzung ohne internetverbindung ist natürlich weiterhin verfügbar. auch so können sie dann mit direktzugriff auf den dongle direkten Zugriff auf die ja, Wechselrichter bzw. Geräte erhalten, um dann entsprechende Konfiguration oder eben Einstellungen vorzunehmen. Ja, so viel zum Anmeldebildschirm. Wir schauen uns mal im nächsten Schritt dann ja eigentlich auch schon direkt die Funktionen und Features dieser App an. Also, der, das Ziel, Ganze natürlich der, darauf ab, eben die Konfiguration im Betriebnahme, das Anmelden von Dongles auf der Baustelle zu vereinfachen. So, dass man eben nicht mehr umständlich mit den ja, Kundenaccounts, vielleicht sogar mit dem Smartphone des Kunden hantieren muss. All das funktioniert jetzt über die gleiche App, eben mit meinem Installateurzugang, weil halt eben auch über Smartphone oder Nutzung am Tablet jetzt nun eben auch alles für diese Geräte entsprechend optimiert ist. Das heißt, alle Funktionen, die ich bisher auch hatte, habe ich nun dann eben noch mal wesentlich komfortabler hier auf meinem eigenen Smartphone in meinem eigenen Installateurbereich. Das Ganze dient dann natürlich auch eben als ja, sozusagen Benutzerverwaltung oder Anlagenverwaltung, Garantiemanagement und natürlich ist natürlich auch hier die Funktion Firmware Updates mit dabei. Das heißt, auch über die App kann ich nun wirklich einfach, simpel, schnell und auch komfortabel Firmware Updates starten, Firmware Updates durchführen, ohne dann irgendwie auch nochmal direkt den Zugriff über solaxcloud.com machen zu müssen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wie registriere ich mich denn eigentlich, falls ich noch keinen Installateurs-Account habe? Also, der einfachste und schnellste Weg geht auf jeden Fall über Ihren Händler oder eben über unseren Solac Support, Solac Service Hotline, Solac Service E-Mail. Und dann bekommen Sie dann auch einen Installateurs-Account erstellt. Haben Sie jetzt noch keinen Installateurs-Account, könnten Sie sich diesen theoretisch auch selbst erstellen, indem Sie hier quasi das entsprechende Formular ausfüllen. Hierzu gibt es aber eine Besonderheit. Ihre Firma müsste bereits über einen übergeordneten ja, Mutter-Account oder allgemeinen übergeordneten Account verfügen. Das heißt, Ihre Firma muss hier bereits in, äh, registriert und integriert sein. Das ist tatsächlich äh, wahrscheinlich nur in, in wenigen Fällen überhaupt der Fall, weil diese ja, Accountstruktur noch relativ neu ist. Dementsprechend ja, ist der schnellste Weg eigentlich wirklich über Ihren Händler oder über den Solax-Support. Und dann können wir Ihnen dann auch sehr, sehr schnell einen Installateurs-Account erstellen. Das Ganze dauert auch nur wenige Minuten. Wir brauchen auch nur wenige Kontaktinformationen von Ihnen. Und dann können Sie dann Ihren Installateurs-Account dann auch eben hier direkt nutzen. Also das ist der schnellste Weg. Kontaktieren Sie einfach Ihren Händler oder den Solax Support. Und Sie haben dann auch direkt schon Ihre Zugangsdaten parat. Ja, mit Ihren Zugangsdaten loggen Sie sich ein. Und dann kommen Sie im Prinzip auch schon direkt auf die, ja, startseite die startansicht der benutzeroberfläche oder der app und diese schauen wir uns einmal an weil von hier aus kommen wir dann ja in alle weiteren interessanten bereiche was sehen wir hier? also hier oben links dargestellt sehen wir natürlich einmal den ja, benutzernamen also ihren benutzernamen und wir sehen hier den benutzertyp also hier steht jetzt agent das sind quasi händler accounts Hätten Sie jetzt einen Installateurs-Account, würde jetzt hier stehen Installer oder einfach Installateurs-Account. Was die deutsche Übersetzung angeht, die ist natürlich auch schon bereits vorhanden, ist allerdings noch in ja, weiterer Überprüfung. Das heißt, hier und da werden noch kleinere Fehler verbessert. Deswegen ist jetzt das Ganze hier nochmal auf Englisch dargestellt, aber natürlich haben Sie auch vor dem oder auf dem Login-Bildschirm natürlich wie gewohnt auch die Auswahl der deutschen Sprache die Sie hier natürlich dann auch schon nutzen können. Des Weiteren haben wir dann noch ja, folgende Informationen hier unter ja, dieser kleinen Sprechblase. Dann bekommen Sie direkten Zugriff auf unsere Online-Chat-Funktion. Unsere Online-Chat-Funktion ist im Prinzip ja, 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar in englischer Sprache. Wenn Sie ähm, ja, in deutscher Sprache lieber chatten möchten mit unserem Support-Team, geht das natürlich von Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr in der Regel. Dann bekommen Sie dann immer auch deutsche, äh, deutsche Ansprechpartner zur Verfügung gestellt. Ja, ansonsten gibt es hier auch ein bisschen, ich sage mal Werbung. Informationsbanner laufen hier durch. Hier werden dann auch immer mal wieder neue interessante Produkte mit eingeblendet dargestellt. Und mit einem Klick auf dieses Banner hat man dann noch mal ein paar zusätzliche Informationen. Interessanter wird es aber dann hier in diesen Bereichen hier unten. Also hier haben wir Ähnlich wie in der Struktur auf solaxcloud.com in den Installateurs- und Händler-Accounts ähm, ist es hier ähnlich aufgebaut. Wir haben hier eine Anlagenverwaltung, Sitelist, also Anlagenverwaltung, wenn man so möchte, und eine Userlist, also eine Benutzerverwaltung. Dieser Bereich gliedert sich in ja, die Benutzerverwaltung auf, also Endkundenaccounts. Und hier bei Sitelist habe ich eben eine Anlagenverwaltung, weil zu jedem Benutzeraccount gehört ja im Prinzip mindestens eine. Eine Anlage, die erstellt werden muss, worüber dann quasi die entsprechenden Daten auch abrufbar sind. Hier habe ich diverse Schaltflächen, add bzw. hinzufügen in der deutschen Übersetzung dann. Das heißt, ich kann hier ähm, neue Anlagen zu bestehenden Accounts hinzufügen oder eben ich kann hier auch direkt neue Endkundenaccounts anlegen. Und das ist jetzt nun auch ein wesentlicher Vorteil. Ich kann das direkt vor Ort beim Kunden machen mit meinem eigenen Smartphone. Ich klicke einfach hier auf die Schaltfläche hinzufügen und kann dann dementsprechend auch sehr, sehr einfach, sehr, sehr schnell neue Benutzeraccounts, je nachdem, ähm, wann ich eine neue Anlage installiert habe, direkt auch vor Ort anlegen und auch so weiter einrichten. Hier unten habe ich dann weitere ähm, ja, nützliche Features, die halt teilweise natürlich auch notwendig sind. Hier die Netzwerkkonfiguration: immer dann, wenn ich einen neuen ja, Wi-Fi-Dongle in ein Heimnetzwerk einrichten möchte. Kann ich das Ganze eben über diese Schaltfläche machen? Bei Device oder Geräteübersicht habe ich eine Übersicht über alle ja, installierten Geräte, also Wechselrichter, äh, Wallboxen, Data Hubs, also alles aus dem SOLAX-Kosmos habe ich hier dann entsprechend äh, sortiert dargestellt nach äh, Kundendaten, also nach Bundnutzer-Accounts. Die sind dann hier einmal bei Devices mit aufgelistet. Bei Support bekomme ich eben Zugriff ja, zum, zum SOLAX-Kosmos. Support, wenn man so möchte. Also hier gibt es dann diverse äh, Kontaktmöglichkeiten, wie ich dann eben den Solax Support kontaktieren kann. Also da sind Telefonnummern dargestellt. Hier bekomme ich auch nochmal Zugriff auf die Online Chat Funktion. Ich habe hier Garantieinformationen zu meinen installierten Geräten. Also all das bef äh, befindet sich dann eben hinter dieser Schaltfläche Support. Hier unten in diesem Bereich gibt es nochmal eine allgemeine Übersicht über ja, angelegte Accounts. Üblicherweise hat man ja einen übergeordneten Händler-Account, also hier in dem Fall ist es ein Händler-Account, deswegen steht hier die Zahl 1. Zu diesem Händler-Account gehören jetzt gerade keine Installateurs-Accounts, deswegen steht hier die Zahl 0. Aber hier gehören bereits drei Endkunden-Accounts zu, das heißt, die sind mit diesem Account verknüpft und auch eben diesen Account abrufbar. Also hier habe ich dann eben auch direkten Zugriff auf die entsprechenden Accounts, wenn ich dann eben ja, Zugriff auf einen bestimmten Account bekommen möchte. Weiter unten, also ich scrolle dann einfach mit dem Finger einmal nach oben und dann geht hier die Seite noch ein Stück weiter. Hier habe ich dann schon, ja, ich sag mal, Informationen über ja, alle meine installierten Anlagen, also zusammengefasst nach Gesamtanlagenleistung, wenn man so möchte. Hier sehe ich nochmal eine Anlagenanzahl, hier kann ich auch direkt Zugriff auf die Anlagen bekommen, hier bekomme ich dann nochmal direkt Zugriff auf die einzelnen Geräte, eben die zu diesen Anlagen gehören und habe hier unten diverse, ja, oder nochmal Statusinformationen dazu wie viele Anlagen sind online, wie viele Anlagen sind offline, ja, wie viele Anlagen senden gerade hier Daten zu meinem Installateur-Account. Also hier auf der Startseite habe ich wirklich Zugriff auf alle Funktionen und Features und eben auch nochmal übersichtlich dargestellt Zugriff dann eben auf die Benutzerverwaltung, Anlagenverwaltung. Sehr häufig, und das ist mit der ersten Schritt bei einer Neuinstallation oder einer Neukonfiguration, ich möchte quasi einen neuen Dongel von einem neuen Wechselrichter oder eben von einer neuen Wallbox beispielsweise in ein Heimnetzwerk anbinden, also an das WLAN-Netzwerk des Kunden äh, hinzufügen. Das Ganze äh, geht über die Schaltfläche Add Device, also hier auf der Startseite klicke ich einfach auf die Schaltfläche Hinzufügen und dann bin ich eben schon direkt im nächsten Schritt äh, hier in dieser ja, Scan-Oberfläche der Dongel. Jeder Dongel hat ja bekanntermaßen einen QR-Code. Den kann ich dann einmal hier direkt über das Smartphone abscannen. Dann steht hier direkt auch die Seriennummer, also die Registriernummer drin. Oder aber eben, ich kann das Ganze natürlich auch nochmal manuell eintragen, manuell eingeben. Ja, sobald die Seriennummer dann vom Dongle hier mit drinne steht, klicke ich auf Weiter und bekomme dann direkt hier die, ja, den nächsten Menüpunkt zugesicht. Das heißt, hier in diesem ja, Menü habe ich diverse Möglichkeiten. Also natürlich gebe ich hier Netzwerkinformationen ein. Also wichtig ist natürlich, es ist auch weiterhin so, dass unsere Dongle nur mit 2,4 GHz WLAN-Netzwerken kommunizieren können. Hat der Kunde vor Ort ein 5 GHz-Netzwerk, kann ich keine Verbindung aufbauen, da müsste ich dann erstmal in den Routereinstellungen des Kunden das 2,4 GHz-Netzwerk aktivieren, weil nur damit ist halt eben eine Verbindung mit unserem Dongle möglich. Das Smartphone selbst muss ich nicht. Zwingendermaßen in diesem Netzwerk befinden, sondern es kann ganz normal mit dem ja, öffentlichen Mobilfunknetz verbunden sein. Ähm, darüber funktioniert die Einrichtung natürlich ganz genauso. Ich habe hier nochmal die Auswahlmöglichkeit zwischen Wi-Fi und 4G. Also entweder bin ich bereits in dem Wi-Fi-Netzwerk des Kunden mit diesem Smartphone selber angemeldet. Wenn nicht, kann ich hier eben die Option 4G wählen. Dann äh, funktioniert die Einrichtung etwas anders, aber die Schritte sind im Wesentlichen die gleichen. Hier also wähle ich quasi ja, das, das Netzwerk des Kunden aus, habe noch die Wahlmöglichkeit zwischen DHCP aktivieren oder deaktivieren. Also immer dann, wenn ich quasi hier die ja, völlig automatische Routerverbindung äh, aktivieren möchte, also sozusagen der Router vergibt ganz automatisch eine IP-Adresse an den Dongle, dann aktiviere ich DHCP, möchte ich jetzt hier wirklich die Netzwerkkonfiguration vollständig selbst übernehmen. Das heißt, IP-Adresse. Subnetzmaske, Gateway und so weiter, alles äh, von Hand oder manuell eingeben oder konfigurieren, habe ich natürlich auch diese Möglichkeiten. Dann kann ich das eben, wenn ich diese Schaltfläche DHCP deaktiviere, dann auch entsprechend, entsprechend manuell selbst mit eingeben. Ja, hier gibt es dann noch, ähm, ja, im Prinzip sind es Hinweise. Ja? Also bisher war ja dieser Verbindungsprozess, also einrichten des Wi-Fi-Dongles an Heimnetzwerk, ja, ich will nicht sagen intransparent, aber man hat halt die Daten eingegeben und musste dann quasi warten und ja, schauen, dass sich das verbindet. Also man hat aber keine wirklichen ja, Hinweise, in welchem Status wir uns jetzt befinden oder was dazu wirklich auch notwendig ist. Deswegen gibt es dann hier nochmal so als kleine ja, Erinnerung, Gedankenstütze äh, im Prinzip drei Punkte, die man äh, auswählen muss. Das sind dann eben auch Hinweise. Ja, ob das Gerät wirklich auch eingeschaltet ist, also quasi so die, mit die häufigsten Fehlerquellen, die auch vor Ort eine Rolle spielen könnten, wenn der Verbindungsprozess oder warum der Verbindungsprozess dann auch mal nicht klappt. Nämlich immer dann, wenn das Gerät nämlich nicht eingeschaltet ist, wenn die WLAN-Verbindung am Telefon vielleicht gar nicht auch aktiv ist und ich mich gar nicht mit diesem WLAN-Netzwerk überhaupt erst verbinden kann oder eben der Dongle, also der Aufstellort des Wechselrichters beispielsweise, befindet sich jetzt gar nicht in Reichweite von Smartphone oder von Router, weil das ist eben beides wichtig zur Inbetriebnahme, dass ich eben in Reichweite nicht nur vom Router bin, sondern eben auch für die Verbindung, erstmalige Verbindung in Reichweite in Reichweite vom Smartphone bin. So. Das heißt, diese drei ähm, ja, Kästchen muss ich dann auch einmal aktivieren, Häkchen setzen und dann kann ich dann im Prinzip auch schon mit dem nächsten Schritt fortfahren der dann, wie gesagt, eben auch ja, der eigentliche Verbindungsschritt ist. Das heißt, kurz zusammengefasst, im Wesentlichen gebe ich hier die WLAN-Information des Kunden ein. Also ich wähle das Heimnetzwerk des Kunden aus, das WLAN-Netzwerk, mit dem sich das ganze System verbinden soll. Gebe ich hier das Passwort des Kunden ein, das WLAN-Passwort, aktiviere diese drei Schaltflächen, dass damit eben auch entsprechend äh, darauf achtgegeben wurde, dass die Verbindung zustande kommen kann. Und dann im nächsten Schritt klicke ich auf Weiter. Nun wird ja, das Telefon oder das Smartphone vielmehr eine Verbindung mit dem äh, Dongle herstellen und entsprechend Netzwerkinformationen austauschen, sodass dann eben der Dongle sich mit dem WLAN-Netzwerk verbinden kann. Dieser Prozess ist mittlerweile sehr, sehr ausführlich dargestellt. Das heißt, wir sehen immer während des Verbindungsprozesses, ähm, in welchem Schritt wir uns gerade befinden, wo der jetzt gerade versucht eine Verbindung aufzubauen und ob diese Verbindung dann eben entsprechend auch erfolgreich war, so dass man auch direkte Statusinformationen hat, falls es vielleicht auch mal nicht klappt ja, dass man eben ansetzen kann okay bis zu welchem Schritt hat das ganze denn jetzt funktioniert und wo ist denn das ja, der Einrichtungsprozess vielleicht auch fehlgeschlagen. Bisher hatte man darüber so ja, gar keine wirklichen Informationen. Das ganze ist jetzt hier mit der neuen App wesentlich besser klarer und auch transparenter dargestellt. Die einzelnen Schritte, die hier vollkommen automatisch im Hintergrund passieren, habe ich hier jetzt nun einmal dargestellt. Also, das ist jetzt nicht wichtig, dass wir jeden einzelnen Schritt können, äh, kennen, aber das dient dann auch so ein bisschen als ja, Verständnis, was passiert denn so im Hintergrund, äh, wenn sich so ein Dongle eben äh, ja, automatisiert mit einem Heimnetzwerk verbinden möchte. Die können wir einmal kurz durchgehen. Also, wie wir wissen, öffnet sich, ja, sobald der Wi-Fi-Dongel mit ja, Spannung versorgt es, ein Access Point, also ein WLAN-Netzwerk. Über dieses ähm, geschieht quasi die Einrichtung oder auch Kommunikation mit dem Smartphone. Das heißt, während dem Einrichtungsprozess verbindet sich der Dongle oder das Smartphone eben mit dem Wi-Fi-Dongle eben über diesen Access Point und nach erfolgreichem Verbindungsaufbau kommunizieren diese beiden Geräte, also Smartphone und eben auch Dongle, ja, in einem lokalen Netzwerk miteinander. In diesem Moment Tauscht dann das Smartphone eben die WLAN-Anmeldeinformationen mit dem Dongle aus? Das Ganze geschieht über äh, UDP, sodass dann eben die ja, WLAN-Informationen, WLAN-Name, Passwort etc. auf den Dongle übertragen werden. Und dann versucht dann eben hier Punkt 5, der Dongle mit diesen WLAN-Informationen ja, eine Verbindung mit dem Router aufzubauen. Das heißt, er meldet sich quasi ja, am Router an, wenn man so möchte. Ist, die, ja, ist der Verbindungsaufbau erfolgreich, versucht der Dongle eben auch direkt Daten an unseren Server zu senden. Sobald dann ja, Daten auf unseren Server ankommen, werden dann die empfangenen Daten, also im Prinzip Serienummern mit den Daten auf unserer Solaris Cloud abgeglichen, sodass dann eben geschaut wird, zu welchem Account gehört denn diese Seriennummer, weil ein Benutzeraccount muss ja bereits vorher schon existieren oder der wurde auch bereits vorher schon angelegt. Und wenn dann alles auch passt und stimmig ist, werden dann eben diese Daten, die dann vom Dongle kommen, an den verknüpften Benutzer-Account übertragen. Passiert es jetzt, dass an irgendeinem dieser Schritte die Einrichtung fehlschlägt oder der Verbindungsprozess vielleicht auch abbricht, gibt es nun dann eben auch immer eine entsprechende Fehlermeldung. Das heißt, man weiß eigentlich immer oder hat direkte Informationen darüber, was hat jetzt nicht geklappt, warum ist die Einrichtung fehlgeschlagen. Aber in, in vielen Fällen und beziehungsweise in, in der Regel, ähm, sobald dann eben die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind, also 2,4 GHz Netzwerk, äh, richtiges Passwort ist bekannt, richtiges Netzwerk ist bekannt und ähm, ja, alles ist quasi in Reichweite zueinander, dann gibt es im ja, Prinzip gar keine Probleme, was Einrichtungen, und Konfiguration und eben auch dann Verbindungsaufbau angeht. Also, das klappt wirklich äh, sehr, sehr zuverlässig. Ja, ist denn nun ja, die, der Dongle quasi eingerichtet, mit dem Netzwerk verbunden? Gibt es dann eben noch weitere Optionen? Also, hier habe ich eben zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ich dann wieder auf der Startseite bin, vielleicht sogar weitere Anlagen anzulegen. Also, manchmal ist es ja auch so, man installiert mehrere Wechsrichter in einer Anlage. Der Kunde möchte die aber vielleicht auch getrennt haben. Und dann muss ich dann eben halt innerhalb eines Benutzeraccounts ja, vielleicht ein, eine zweite Anlage anlegen. Das Ganze geht dann eben auch hier. Ich befinde mich wieder auf der Startseite und habe hier eben diese Anlagenliste, die Site List und habe hier jetzt wiederum zwei Möglichkeiten. Entweder ich klicke direkt auf die Schaltfläche hinzufügen und dann komme ich hier direkt auf diesen ja, Anmeldebildschirm, wo ich dann Anlageninformationen eingebe. Oder eben die zweite Möglichkeit, die zweite Option wäre, ich klicke auf die Anlagenliste und habe dann oben rechts in der Ecke nochmal die Schaltfläche hinzufügen. Ungefähr hier an dieser Stelle. Und dann öffnet sich quasi hier ja, die gleiche Eingabemaske, wo ich dann eben auch die gleichen Anlageninformationen natürlich mit eingebe. Ja, habe ich dann quasi hier die Anlage angelegt, muss ich dann eben auch ja, zu einer neu angelegten Anlage ja, einen Dongle hinzufügen und dann im Prinzip auch ähm, nach dem gleichen Schema wie eben auch beschrieben diesen Einrichtungsprozess durchführen. Das heißt, äh, den Dongle, mit dem Router mit dem Heimnetzwerk des Kunden verbinden. Das Ganze geschieht immer auf die gleiche Art und Weise. Also auch hier ist es natürlich immer das Gleiche. Ich muss darauf achten, dass ich 2,4 Gigahertz-Netzwerke vor Ort habe. Ähm, brauche den Netzwerknamen, den WLAN-Schlüssel, das WLAN-Passwort des Kunden. Ich muss darauf achten, dass hier diese drei, ja, ich sag mal, Hinweise auch beachtet wurden. Ähm, und dann kann ich hier dann auch hier ja, auf Weiter klicken, um mit der Einrichtung fortfahren, wie eben auf den vorherigen Folien beschrieben. Das Prinzip ist immer das gleiche, egal was für ein Dongle ich nutze oder egal auch welches Gerät ich verwende. Also auch bei der Wallbox ist das Prinzip eben genau das gleiche, auch wenn bei der Wallbox keine Dongle verwendet werden. In der Wallbox habe ich eine integrierte WLAN-Schnittstelle, die wird aber auf die gleiche Art und Weise wie jetzt auch hier beschrieben konfiguriert. Ist dann auch hier die Einrichtung abgeschlossen? Das heißt die neue Anlage ist erstellt, der neue Dongle ist damit verknüpft und der neue Dongle ist auch äh, direkt online mit dem Heimnetzwerk konfiguriert. Bekomme ich dann eben auch hier bei erfolgreicher Einrichtungen eine entsprechende Meldung und an dieser Stelle ist dann eben ja, die Anlage angelegt. Zu dieser Anlage kann ich jetzt natürlich weitere Dongle hinzufügen oder eben vielleicht sogar auch neue Anlagen hinzufügen und dann eben auch nochmal weitere Dongle mit anmelden. Also hier ähm, insbesondere dann, wenn ein System nicht nur aus einem Wechselrichter besteht, muss ich diesen Prozess dann eben halt auch mehrmals wiederholen, was dann aber eben auch ja, in der Regel recht, recht flott geht, weil sobald ich einmal die Netzwerkinformationen habe, WLAN-Name, WLAN-Passwort, dann geht das dann eben auch hier für jeden Dongle dann wirklich auch sehr, sehr schnell. <laughs> Möchte ich jetzt nun mit diesem Installateurs-Account auch neue Endkunden anlegen, geht das natürlich auch. Diese Möglichkeit habe ich hier über, die, ja, über den Bereich User-List. Auch hier gibt es zwei Möglichkeiten, in diesen ja, Bereich zu kommen. Ich klicke direkt auf die Schaltfläche hinzufügen, dann öffnet sich sofort hier ja, diese Eingabemaske und ich gebe hier quasi neue Account- oder neue Kundeninformationen ein. Oder eben, ich nutze Möglichkeit 2, ich klicke hier quasi auf die eigentliche Liste, dann habe ich hier eben auch eine übersichtliche Darstellung über alle bereits existierenden Endkundenaccounts, die zu meinem Installateurs-Account gehören. Dazu habe ich hier vorne auf der Startseite nochmal Informationen im Bereich End-User oder Benutzerverwaltung. Sehe ich hier die Zahl 8. Das ist immer der Hinweis darauf, ich habe hier bereits 8 Kunden angelegt. Die sind dann eben hier in dieser Liste aufgeführt, enthalten. Möchte ich jetzt weitere Benutzer anlegen, geht das Ganze hier eben über diese Schaltfläche Add hinzufügen. Und dann öffnet sich dann eben auch diese Anmeldemaske, die wir eben schon mal vorher gesehen haben auf der vorherigen Seite, eben genau diese hier. Und ich gebe hier quasi die Kundeninformationen ein, also Benutzername, E-Mail-Adresse, Passwort wird festgelegt, was der Kunde natürlich dann beim Einloggen dann entsprechend auch ändern kann. Und so kann ich dann wirklich einfach, simpel und schnell mir dann auch neue Endkunden-Accounts anlegen. Das Ganze geht natürlich auch für Installateure, das heißt immer dann, wenn ich ja, diesen Account als Händleraccount nutze oder wenn ich eben als eingetragener Händler registriert bin, dann kann ich eben auch über diesen Account neue Installateure anlegen. Das heißt, ich klicke hier auf die Installateursliste, sehe hier alle meine dazugehörigen, dazugehörigen Installateurs-Accounts und auch hier wiederum mit der Schaltfläche hinzufügen, bekomme ich dann eine ja, Eingabemaske, Eingabeoption, wo ich dann eben auch mit meinem Händler-Account neue Installateurs-Accounts anlegen kann. Also auch hier, das Ganze ist relativ selbsterklärend dargestellt und natürlich auch. Vollständig in deutscher Sprache übersetzt. Also, man kann hier dann wirklich innerhalb von ja, wenigen Minuten mit wenigen Klicks dann eben auch weitere Installateurs-Accounts mit anlegen. Ein weiteres nützliches Feature mit dieser App ist halt eben, dass man auch zu jedem einzelnen Gerät, was angemeldet oder registriert ist, auch direkt ja, nicht nur Ertrags- und Statusinformationen abrufen kann, was natürlich selbstverständlich ist sondern eben auch solche zusätzlichen Features hat, wie eine Garantieverwaltung. Das heißt, ich kann über meine Listen, ähm, Geräte- oder Benutzerlisten, immer auch zugehörige Geräte eines jeweiligen Users, eines jeweiligen Kunden, mir im Detail anschauen, habe hier natürlich Ertragsinformationen, das ist, äh, denke ich, ganz klar, darauf wollen wir jetzt auch gar nicht näher, ähm, näher darauf eingehen. Wenn ich hier oben rechts bei den Gerätedetails, also hier habe ich nämlich einen, Speziellen Wechselrichter. Das ist hier ein. Ähm, weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was für ein Wechselrichter-Typ das ist. Ähm, kann es jetzt anhand der Seriennummer leider nicht erkennen. Es ist ein PV-Wechselrichter. Einigen wir uns mal darauf. Hier oben rechts habe ich drei Pünktchen und habe hier im Prinzip dann drei zusätzliche Informationen. Also neben Settings, da komme ich dann auf die Geräte-Einstellungen, kann die gesamte Einstellung-Konfiguration vornehmen. Über die Schaltfläche Anbind, also Entbinden. Kann ich hier auch dieses Gerät entknüpfen von diesem Benutzeraccount, wenn ich den Dongle vielleicht anderweitig verwenden möchte? Aber interessant wird es hier im Bereich Garantieverwaltung. Hier habe ich entsprechende ja, Informationen über den Garantiestatus des Geräts. Das heißt, wenn ich drauf klicke, sehe ich sofort, ob das Gerät vielleicht bereits registriert ist und habe hier sofortige Garantieinformationen. Das heißt, ich sehe den Garantiezeitraum. Wie lange gibt es Garantien noch auf das Gerät? Wann ist der Garantiezeitraum gestartet? Fünf Jahre? Zehn Jahre? All das wird hier dann entsprechend ausführlich dargestellt. Ist das hier noch nicht der Fall und ich klicke auf diese Schaltfläche, öffnet sich sofort das Garantieregistrierungsfenster. Ich kann hier Informationen vom Kunden eingeben und sofort auch die Garantieregistrierung durchführen und sehe dann hand sofort anhand vom Status, wie weit diese Registrierung fortgeschritten ist, ob diese dann bereits abgeschlossen ist oder eben nicht. Also hier auch ein sehr, sehr nützliches Feature nun auch hier innerhalb dieser App verfügbar. Kommen wir nun zu einer weiteren, sehr nützlichen Funktion. Und zwar, ich habe nun auch die Möglichkeit, Firmware-Updates direkt über die App zu starten, durchzuführen. Bisher gab es diese Funktion ja nur nach Freischaltung im Installateurs-Account, wenn ich quasi auf soluxcloud.com mich einlogge. Nun ist diese Funktion aber eben auch hier in der App mit verfügbar im ja, Bereich Installateurs-Accounts, wenn ich mich mit meinen Zugangsdaten einlogge. Sollte diese Update-Funktion bei Ihnen noch nicht freigeschaltet sein, wenden Sie sich hierzu gerne an Ihren Händler oder direkt an den Solax Support. Diese Funktion wird dann eben auch nach ja, Antrag und Freigabe entsprechend freigeschaltet. Aber hier ist es dann auch so, ich befinde mich weiterhin auf der Seite Gerätedetails oder Device Details und immer dann, wenn ich ein Software-Update machen möchte oder eben den Software-Status des Geräts, des Batteriespeichers, der Wallbox etc überprüfen möchte, kann ich das Ganze hier tun. Hier gibt es bei jedem Gerät ja diese Schaltfläche Update. Hier sehe ich dann eben nach Klick auf die Schaltfläche Update ähm, eben Informationen darüber, welche Softwareversion ist gerade auf dem Gerät drauf. Also hier Seriennummer, und Registriernummer und dann habe ich hier direkte Softwareinformationen. Das Ganze gilt natürlich nicht nur für den Wechselrichter, sondern eben auch für Batteriespeicher, äh, WiFi-Module, LAN-Module etc und ähm, natürlich auch Wallboxen, also für alle Solax-Geräte, denn alle Solax-Geräte sind nämlich online-Update-fähig. Das heißt, ich kann hier auch sämtliche Updates für alle meine Solax-Geräte entsprechend hier über die App durchführen. Insbesondere dann, also es bietet sich ja natürlich immer an bei der ersten Inbetriebnahme, da ist es ja mit am empfehlenswertesten, was das Update angeht. Immer wenn ich eine neue Installation habe, macht es Sinn, diese natürlich bei Inbetriebnahme einmal auf den aktuellen, auf den gleichen Softwarestand zu bringen. Insbesondere dann, wenn ich vielleicht mehrere Wechselrichter habe oder eben aber auch vielleicht mehrere Batteriesysteme betreibe, die in der Regel auch aus verschiedenen Batteriemodulen bestehen, ist es natürlich wichtig, dass diese dann auch eben alle die gleiche Softwareversion, nach Möglichkeit die aktuellste Version dann eben auch haben. Das heißt hier bei Kategorie oder Version habe ich nämlich die Auswahlmöglichkeit ja, welches Geräte-Update ich denn durchführen möchte. Ist es ein Wechselrichter-Update? Ist es ein Batterie-Update? Habe ich eben hier die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten. Die Version, die mir angezeigt werden, ist prinzipiell immer die aktuellste. Das heißt, ich kann hier keine Zwischenupdates durchführen, sondern kann eben nur das System einmal auf die aktuellste Software-Version updaten. Das heißt, ich wähle hier eben das entsprechende Update aus, klicke auf Speichern und ab diesem Moment. Ja, startet das Update. Das heißt, in diesem Moment heißt es Update starten, dann warten, wenn man so, wie man so schön sagt. In diesem Moment wird dann jetzt der Download durchgeführt. Das heißt, der Download geht erstmal von unserem Server aufs Gerät. Das Ganze wird dargestellt, in dem hier steht Downloading und hier, hier läuft eine Prozentanzeige hoch. Sobald es dann eben bei 100% steht, also der Download durchgeführt wurde, befindet sich die Software eben auf dem Gerät und in diesem Moment wird es dann sofort, ja, direkt im Anschluss auch ganz automatisch installiert. Wenn die Software installiert wird, wechselt hier dieser Update-Status von Downloading eben auf Upgrading. Das ist eben ein Hinweis darauf, dass jetzt in diesem Moment das Software-Update auch installiert wird, also durchgeführt wird. Das Ganze passiert natürlich auch vollautomatisch, das heißt, ich muss im Prinzip das Update nur einmal Starten, das Update einmal anstoßen und dann alle weiteren Schritte, also Download und eigentliche Installation, geschehen dann vollkommen automatisch. Ich muss auch hinterher keinen Neustart am Gerät durchführen. Das macht der Wechselrichter oder eben welches Gerät es auch ist, vollkommen automatisch, also auch ein BMS-Modul oder Batteriespeicher. Trennen sich dann selbstständig, führen das Update durch, installieren es und starten dann auch automatisch neu und verbinden sich dann natürlich auch wieder selbstständig mit dem Wechselrichter. Das heißt, ich stoße das Update mal einmal an und warte dann wirklich eben, bis es fertig ist. Falls das Update mal abbricht, fehlschlägt, aus verschiedenen Gründen, weil vielleicht die Internetverbindung unterbrochen war oder oder oder, kann ich eben einfach das Update neu starten, indem ich hier auf diese Anzeige bei Upgrade Timeout beispielsweise oder Upgrade Cancel, also je nachdem, aus welchem Grund es vielleicht nicht durchgeführt wurde, kann ich hier auf diese Schaltfläche klicken, auf diesen, ja, runden Fall wenn man so möchte und dann wird das Update dann noch wiederum automatisch neu gestartet und äh, dann sehe ich halt eben auch wieder hier den Download der durchgeführt wird und dann eben im Anschluss die vollautomatische Installation die dann auch direkt im Anschluss durchgeführt wird so viel zu den Features und Funktionen ich bin ja der Meinung die App ist wirklich eine, eine sehr sehr gute Weiterentwicklung zur bestehenden App Insbesondere im Hinblick auf die Nutzung mit Installateurs oder auch äh, Endkunden-Accounts. Entschuldigung, Installateurs oder Händler-Accounts. Der Endkundenbereich bleibt nach wie vor äh, ziemlich gleich, aber auch hier gab es das eine oder andere Update mit entsprechend angepasster Optik und auch verbesserter Nutzerführung. Aber auch hier insbesondere der Bereich Händler-Installateure. Ich finde, das ist, bietet jetzt einen sehr, sehr großen Mehrwert, weil viele, ich sage mal, negativen Aspekte, die man bisher... Gezwungen war zu nutzen, ähm, sind jetzt hier wirklich äh, ja, nicht mehr vorhanden und das Ganze funktioniert wirklich sehr, sehr gut, flüssig, intuitiv, ja, sodass dann denke ich auch wirklich jeder ohne große ja, Einarbeitung mit dieser neuen App zurechtkommt. Und äh, ich persönlich finde, es bietet einfach einen sehr, sehr großen Mehrwert auch direkt vor Ort beim Kunden auf der Baustelle, weil man halt eben nicht mehr gezwungen ist mit, ja, sich mit den Nutzerdaten des Kunden einzuloggen, vielleicht am Kunden-Smartphone da noch äh, herumzuoperieren. Das Ganze funktioniert jetzt wirklich ganz äh, ganz, ganz, prima mit dem eigenen Smart Home, mit den eigenen Zugangsdaten des Installateurs-Accounts. Also das ist wirklich eine, ein toller Mehrwert, den diese App bietet. Und natürlich weiterhin, wie von Solux gewohnt, äh, kostenlos mit allen Features und Funktionen, die dann eben auch standardmäßig immer mit dabei sind. Zu guter Letzt, bevor wir dann zum Ende kommen, möchte ich gerne noch einen weiteren Bereich oder Bestandteil dieser App vorstellen. Also neben den klassischen Funktionen, die man eben als Händler oder Installateur vor Ort benötigt, haben wir dann eben auch hier eine ja, diverse Service- und Support-Option mit integriert. Das Ganze möchte ich jetzt einmal vorstellen. Und zwar hier unten, in diesem Bereich, wo ich dann eben auf den Startbildschirm komme oder auf allgemeine Einstellungen zu meinen Profileinstellungen, habe ich in der Mitte noch den Bereich Academy oder Akademie, wie es dann eben auf Deutsch heißt? In diesem Bereich habe ich ja verschiedene Möglichkeiten. Im Wesentlichen bekomme ich hier Informationen. Das heißt, Informationen zu verschiedenen Anwendungsfällen, vielleicht Anleitungen natürlich auch, aber eben auch Schulungsvideos. Das heißt, alle, alle Webinare, alle Schulungsvideos, die es eben auf deutscher Sprache oder eben auch auf englischer Sprache gibt, gibt es hier und da kann ich mir die innerhalb der App auch direkt anschauen. Das heißt auch hier, dieses Webinar wird hier in diesem Bereich äh, verfügbar sein werden. Also ich kann es mir dann auch später nochmal ansehen oder eben über die App abrufen, weil ich hier halt eben direkten Zugriff auf alle Solax-Webinare bekomme, aber eben auch auf diverse ja, Anleitungen, Frage-Antwort-Listen etc. Also immer dann, wenn ich Informationen benötige, Hilfe benötige, finde ich hier in dieser App auch wirklich sehr, sehr nützliche. Und auch gut aufbereitete Informationen und aber eben auch Installationsvideos zu den verschiedensten Produkten, ja, zu unseren hybrid zu unseren Batteriespeichern. Wie nutze ich das neue Solax-Ladegerät? Also hier gibt es wirklich sehr, sehr viele auch gut produzierte Erklärvideos, die das Ganze dann eben nochmal ja, ein Stück weit vereinfachen. Immer dann, wenn ich irgendwo auf ein Problem stoße, hat man in vielen Fällen hier in diesem Bereich Academy dann schon vielleicht eine die Lösung parat, eine Anleitung parat. Oder hier gibt es dann eben nützliche Tipps oder eben auch Hinweise. Also auch das ist hier ein sehr sehr interessanter Bereich, der wirklich auch einen sehr sehr guten Mehrwert bietet mit eben vielen weiteren interessanten Funktionen. Ja, neben diesem, ich sage mal allgemeinen Informationsbereich gibt es natürlich auch noch mal einen ja, entsprechenden Servicebereich, wo man eben wirklich auch konkrete Hilfe bekommt. Das heißt mit der Online-Chat-Funktion habe ich immer auch direkten Zugriff, äh, auch abseits der Service-Hotline, auf ja, den Support-Mitarbeiter, die Support-Mitarbeiterinnen bei Solax. In der Regel ähm, ja, 24-7, also rund um die Uhr, weil unsere ja, Online-Chat-Funktion oder unsere Mitarbeiter hier sind da wirklich auch global aufgestellt. Zu den üblichen, ja ich sag mal, ja, Arbeitszeiten in Deutschland, also Montag bis Freitag, Tagsüber habe ich immer auch die Option, mit deutschsprachigen Mitarbeitern in den Chat zu treten oder in den Austausch zu treten, Hilfe zu bekommen. Am Wochenende, später am Abend, in der Nacht habe ich aber immer auch die Möglichkeit, das Ganze auch auf Englisch zu nutzen, weil dann steht eben diese Online-Chat-Funktion eben auch rund um die Uhr zur Verfügung. Ja, daneben, neben dem Online-Chat habe ich natürlich auch die Möglichkeit, unsere Hotline zu kontaktieren. Hier im Bereich Hotline sind dann alle entsprechenden ja, Solax Service Hotline Nummern dargestellt. Für uns ist natürlich hier die deutschsprachige Hotline relevant. Also hier über den 06142 bekommen wir dann eben Zugriff auf die ja, deutsche Service Hotline, die in der Regel Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr erreichbar ist. Teilweise mache ich sogar schon ab 8 Uhr ähm, sind die mittlerweile die Mitarbeiter da hier auch äh, am Start. Also auch hier bekommt man dann immer zu den üblichen Arbeitszeiten Montag bis Freitag dann auch entsprechend über die Hotline die entsprechende Hilfe. Hier gibt es dann auch noch mal den gleichen Zugriff auf den Garantiebereich, äh, Warranty Review oder Garantieverwaltung. Hier habe ich dann eben alle meine Garantieinformationen von all meinen Kunden, all meinen installierten Wechselrichtern, die mit meinem Installateurs-Account verknüpft sind, dann auch wirklich im Blick und kann dann entsprechend ja, Informationen hierüber abrufen. Hier habe ich jetzt das Ganze noch nochmal Dargestellt, wie sowas aussehen kann. Also gerade hier äh, auf dem linken Bild, das sind so typische Garantieinformationen zu einem bestimmten Wechselrichter. Also, ich sehe, in welchem Land der Wechselrichter quasi registriert ist. Ich sehe, wie lange der Garantiezeitraum geht, wann er gestartet ist ähm, und wann ja, die Garantiezeit auch zu Ende geht. Also hier in dem Fall im Jahr 2029, im Januar. Das ist ein klassischer Wechselrichter eben mit fünf Jahren Garantie habe hier halt eben diese Informationen zu all meinen entsprechenden Wechselrichtern und weiß immer auch genau, in welchem Garantiestatus diese sich befinden. Wenn ich das dann möchte, habe ich hier theoretisch auch Zugriff auf die anderen äh, Kontaktmöglichkeiten von äh, anderen Solax-Büros. Also Solax ist ja weltweit aufgestellt, weltweit verteilt. Mittlerweile haben wir, ich glaube, in fast jedem europäischen Land ähm, eine eigene Niederlassung bzw. auch eigene Mitarbeiter, die man kontaktieren. Könnte, wenn man das möchte. Aber für uns relevant ist natürlich die deutschsprachige Hotline, die deutschsprachigen ja, Kontaktmöglichkeiten. Hier rechts dargestellt, das ist einmal ein Blick auf die ja, sogenannte Chatfunktion, die wir hier haben. Ich habe hier natürlich immer auch die Möglichkeit, mit, ja, mit echten Menschen zu sprechen, egal ob Deutsch oder Englisch. Wie gesagt, Englisch rund um die Uhr ähm, ist dann eben auch möglich. Für so wirkliche einfache ja, ich sag mal, Informationen gibt es tatsächlich aber auch die Möglichkeit, mit einem, ja, einem Chat-Roboter zu sprechen, wenn man so möchte. Dieser kann, äh, ich meine, sogar auch Datenblätter, Anleitungen etc. versenden, wenn das eben benötigt wird. Aber ich habe hier natürlich trotzdem immer die Funktion oder die Option, ähm, die ich auswählen kann, eben dann auch mit einem echten Menschen zu sprechen, dem ich auch wirklich was erklären kann und der mir dann auch entsprechend weiterhilft. Also in meinen Augen ist diese App wirklich sehr, sehr umfassend, hat hier und da sehr, sehr nützliche Funktionen und ich bin davon überzeugt und das ist eben auch schon das erste Feedback, was wir haben. Also die App gibt es bereits seit, ich glaube, etwas mehr als zwei Wochen. Nun auch, also das Feedback, was uns erreicht, insbesondere von Installateuren, ist hier wirklich sehr, sehr positiv und ähm, das spiegelt auch meine Meinung wieder. Das Ganze ist wirklich eine, eine tolle, runde Sache. Ähm, und lässt sich wirklich sehr, sehr gut in den ja, Arbeitsalltag ähm, praktischerweise integrieren. Ja, so viel zu der neuen Solax Cloud Installateurs-App. Probieren Sie die gerne aus. Integrieren Sie die in Ihren Alltag. Das ist wirklich eine sehr, sehr nützliche Sache. Ja, im Prinzip sind wir jetzt auch schon durch. Das heißt, äh, ich möchte mich gerne einmal bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken, auch für die vergangenen Webinare. Die Teilnahme war da wirklich äh, sehr, sehr gut. Auch das Feedback, was wir bekommen haben, ist für uns immer sehr, sehr nützlich, um halt eben uns, die Präsentation, die Plattform auch weiterzuentwickeln. Unser Webinar-Team hat viele Fragen bekommen, die auch alle, soweit ich informiert bin, beantwortet wurden. Falls doch nochmal irgendwas durchgerutscht ist, melden Sie sich gerne nochmal bei uns. Hinterlassen Sie Feedback, also hier über diesen QR-Code. Haben Sie die Möglichkeit, eben Feedback zu hinterlassen? Da soll jetzt auch bald die erste Auslosung stattfinden. Das heißt, unter allen Einsendern, was Feedback angeht, gibt es dann immer auch ja, kleinere Aufmerksamkeiten zu gewinnen. Und ähm, ich denke, das ist dann auch eine, eine tolle Sache. Ja, ansonsten bleiben Sie äh, aufmerksam. Auch hier gibt es dann in Zukunft weitere ja, Schulungsangebote, neue Webinare. Schauen Sie immer gerne regelmäßig auf unserem Webinar-Kanal vorbei, denn auch hier werden wir dann auch in den nächsten Wochen, Monaten immer wieder weitere tolle, neue, spannende, interessante Themen auch veröffentlichen, sodass wir die dann auch später dann auf allen Kanälen zur Verfügung stellen. Also nicht nur über hier diese Plattform GoToWebinar oder über diesen Webinar-Channel GoToStage, sondern natürlich auch äh, über ja, YouTube. Das heißt immer dann, wenn Sie Zeit und Lust haben, unsere Videos sich anzuschauen. Können Sie das Ganze natürlich auch über den YouTube-Kanal machen. Ja, an dieser Stelle sage ich jetzt nur noch Danke. Danke für die Aufmerksamkeit und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.